Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um Essen, denn ich werde mich einen Tag lang wie mein Freund ernähren. Was geht, Freunde? Ich bin jetzt auch am Start. Ich werde heute Saskia quasi sagen, was sie essen soll. Also nicht richtig, was sie essen soll, sondern... Ich werde einfach mitessen. Sie wird einfach mitessen. Ich werde heute so einen normalen Tag aus meiner Ernährung zeigen. Ich wiege gerade übrigens 94 Kilo, also 93, 94 Kilo. Bisschen mehr als Saskia, deswegen mal schauen, ob du schaffst, meine Portion zu essen. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal Frühstück, Freunde, und ich würde sagen, let's go. Wie viele Kalorien isst du so? Ich esse am Tag ungefähr 2800 Kalorien. Das ist nicht extrem viel, aber es reicht bei mir auf jeden Fall, um zuzunehmen. Deswegen. Bei mir auch. Bei dir auch. Let's go, Freunde. Okay, Saskia, das Frühstück ist angerichtet. Ging natürlich sehr, sehr schnell, weil es sind Protein-Snacks und Tee. Heute hat Saskia mal ausnahmsweise auch einen schwarzen Tee, genauso wie ich. Sie mag den eigentlich nicht, beziehungsweise sie trinkt den nicht und trinkt immer Sweet Kiss oder persischer Granatapfel alles oder so. Alles andere, aber alles keinen schwarzen Tee. Genau. Okay, Saskia, du kannst jetzt erstmal hier zwei Snacks aussuchen. Ich nehme den auf jeden Fall, finde ich lecker. Und den Cookie. Okay, dann nehme ich diese Snacks. Ich gucke immer morgens darauf, dass ich ungefähr 30 bis 40 Gramm Eiweiß einfach reinhaue. Ist bei mir einfach easy. Wir trinken eh morgens Tee und so einen Snack dazu schmeckt einfach Chuck Güzel. Und ich würde sagen, Saskia, das Wichtigste ist, du kennst die Snacks ja schon. Ja. Das Wichtigste ist, wie du den Tee findest. Ne? Ja. Rühr erstmal schön um den Honig. Das ist schwarzer Tee, Freunde, von Westminster mit zwei Süßstoff und einem halben Löffel Honig oder auch einem Löffel Honig. Also, Arthur hat mir noch nie seinen Tee gemacht. Und wir sind fast fünf Jahre zusammen. Deine Mama hat mir, glaube ich, mal einen schwarzen Tee gemacht. Aber jeder macht den ja ein bisschen anders und Arthur ist halt, Arthur hat einen sehr süßen Zahn, muss man sagen. Also, früher im Auto. Aufbau, da kam da schon mal viele Süßstofftabletten und viel Honig rein. Ja, ich habe jetzt aber die perfekte Mische gefunden, Freunde. Zwei Süßstoff und ein bisschen Honig. Beste. Das ist so viel, ne? Nein, ist perfekt. Okay, ist gar nicht so süß in dem Tee. Nee, ne? Ich hätte mir das viel süßer vorgestellt. Ja, das ist halt Westminster, ne? Bitter. Also das ist komplett neutral jetzt, finde ich. Aber, also geht klar, ne? Du hast richtig die Geschmäcker komplett ausgedribbelt, dass das so neutral schmeckt. Weißt du, wie ich meine? Ja, vielleicht. Da ist schwarzer Tee durch den Honig und Süßstoff. Schmeckt es nicht wie schwarzer Tee. Dann ist da noch Milch. Das verwirrt mich gerade heftig, ne? Das ist halt Schein mit Milch, ne? Das ist... Das schmeckt, hat so wenig Geschmack aber auch, ne? Nein! Doch, irgendwie halt schon! Und ich habe extra vorher umgerührt. Aber hast du gut umgerührt? Ja. Warte, ich gucke, ob deiner genauso schmeckt. Fehlt noch ein bisschen. Nee, das sagst du jetzt einfach nur. Warte. Ja, jetzt perfekt. Ist anders? Ja. Okay, ich würde sagen, jetzt testet ihr auch mal noch so einen Snack rein. Ja, ich nehme den, weil den will ich euch zeigen, weil der ist echt richtig, richtig geil, finde ich. Weil bei dem schmeckt man nicht, dass das ein Protein-Snack ist. Also auf keinen Fall, finde ich. Das ist so. Das schmeckt so nach Cheat. Das sind die Whipped Bars. Whipped Duo. Whippy, whip, und das sind sozusagen so Brownies, komplett mit Schokolade ummantelt. Nice. So weich wie... Weich. Das könnte man so zerdrücken einfach. Ja, Freunde, das ist die erste Mahlzeit. Dann geht's auch gleich schon ins Training. Ich würde sagen, reingehauen, ne? Ich würde sagen, gleich auch Arthurs Training reingehauen. Essen wir mal. Normalerweise gibt es bei mir vom Training immer einen Kaffee. Immer. Egal, was ich trainiere. Aber heute trainiere ich ja mit Arthur und er durfte auch mein Pre-Workout bestimmen. Das heißt, es gibt jetzt einen Booster. Oh yeah. Blue Raspberry ist der beste Geschmack, den man sich bei Boostern aussuchen kann, finde ich. Mit Citrullin. Danke, Willi. Hör auf. Willi. Your son, see I'm able, I do my own bits. Limited edition, no submission classic.
breathe, who's if we end the eyes feel shifty. This shit we're in, yo, it's all mad risky. All night long, but fear keeps kicking in. Beef with all the girls, bullshit dripping off the chin. All night long, but fear keeps kicking in. Beef with all the girls, bullshit dripping off the chin. Und Action. Training war nice von den Jungs, hat Spaß gemacht. Wir haben Push und Arme trainiert. Push and Arms, guys, very nice session today. Und jetzt gibt es einen Shake, gibt es bei mir auch immer. Genau, aber jetzt genau 60 Gramm Whey Protein. Wir haben hier einmal Geschmack Vanille und einmal Geschmack Schoko gemischt. Und das ergibt eine sehr, sehr leckere Post-Workout-Symphonie, würde ich sogar sagen schon. Also bei mir ein bisschen mehr heute, ne? Als sonst. Genau. Aber quasi das Gleiche, nur mehr. Köstlich, Freunde. Einfach schöne Routine nach dem Training, Eiweiß rein. Einfach perfekt. Und jetzt würde ich sagen, geht's nach Hause, duschen, Mittagessen. Lego. Eigentlich duschen die zwei nie nach dem Training. Sie will das jetzt in dem Video sagen, damit ihr denkt, sie hat Hygiene, aber macht sie sonst nicht. Und wie ihr es gerade gesehen habt, habe ich wohle nach dem Training geduscht. Ich wasche momentan meine Haare auch ungefähr so alle 3 bis 4 Tage nur. Wenn ich sie wasche, dann immer nach dem Gym, weil ich finde, es muss sich auch lohnen. Und kurz zu meiner Haarroutine, denn da hat sich ein bisschen was getan in letzter Zeit. Ich benutze gerade die Produkte von Pomelo. Und wie ihr schon gesehen habt, habe ich von den Produkten verschiedene Farben. Die Farben spiegeln immer verschiedene Linien wider, die für etwas andere Haartypen gut sind. Aber man kann die natürlich trotzdem mischen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich meine Haare ja färbe alle paar Monate und da sind Produkte gut, die die Haare vor Farbschäden einfach ein bisschen schützen. Dafür ist einfach diese lilane Linie gut. Davon habe ich den Leave-In Conditioner und den normalen Conditioner auch. Dann habe ich von der Bambus-Reihe das normale Shampoo und das Trockenshampoo. Und dann habe ich noch aus der Linie für trockene Haare einmal ein Haaröl, was ich richtig cool finde. Kann man entweder ins feuchte oder trockene Haar und ein bisschen in die Spitzen machen. Wenn ihr dünne Haare habt, so wie ich, dann macht nicht zu viel rein, weil das lässt die schnell fettig schon wirken. Also ich benutze hiervon so 1 bis 2 Tropfen. Und ja, ich muss sagen, ich habe ja eigentlich viele Babyhaare, aber gerade liegen sie sehr glatt. Ich habe dort gerade auch einen Code für euch, der lautet SaskiaBalzfrei. Damit spart ihr gerade unglaublich viel. Also es lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr dort etwas ausprobieren möchtet oder falls ihr eh schon Kunde seid und etwas nachkaufen möchtet. Packe euch alles auch nochmal unten in die Videobeschreibung, alle Produkte, die ich benutze. Falls euch das interessiert, was genau für meinen Haartyp quasi gut ist, falls ihr den gleichen Haartyp habt. Und jetzt würde ich sagen, ich habe Hunger. Mittagessenzeit. Ja, Freunde, es wird Zeit für das Mittagessen, wie Saskia schon gesagt hat. Es wird jetzt erstmal richtig geile Burger geben, Freunde. Burger sind mein Lieblingsessen. Die lasse ich mir nicht nehmen. Die esse ich fast jeden Tag. Also würde ich, ich würde sie jeden Tag essen, wenn Saskia nicht sagt, wir sollen was anderes essen. Aber Freunde, ich würde sagen, gar nicht so viel labern, sondern ich habe Hunger, deswegen machen wir das Essen jetzt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie oft ihr das gleiche Essen an Tagen hintereinander essen könnt, weil für mich 2 Tage hintereinander okay und dann brauche ich auf jeden Fall einen Wechsel. Und Arthur könnte eine Woche lang wirklich jeden Abend Burger essen. Und was euer Lieblingsessen ist, schreibt es auch in die Kommentare. Ich könnte jeden Tag Burger essen, von morgens bis abends. Ich könnte jeden Tag Wok oder sowas essen, weil da kann man wenigstens so Variationen reinbringen. Bei Burger auch. Bei Burger auch, aber wir machen halt trotzdem immer eigentlich die gleichen. Okay, Freunde, das Essen ist fertig. Wir haben hier erstmal schön Steakhouse Fries, dann 1,5 Burger für jeden. Das ist genau das gleiche. Dazu eine schön kalte Coke. Saskia, hast du Bock auf das Meal? Ja, schon. Also, was ist das denn? Man muss sagen, Arthur kann Burger, also Arthur kann sehr gut kochen im Allgemeinen. Und Burger kann er wirklich sehr, sehr gut kochen. Kochen hört sich bei Burger irgendwie falsch an. Zubereiten. Ich mag auch Burger, aber Arthur will ja wirklich sehr oft essen. Komm, probier jetzt und dann ist alles gut. Arthur macht übrigens immer so eine Burgersoße, die ist jetzt ein bisschen übrig, deswegen gibt es das hier immer so zu den Fries. Weil das schon geil dazu. Habe ich noch nie so gegessen, ich esse immer Guacamole dabei. Hier sind so Gewürzgürkchen drin, Zwiebeln und so. So hast du den Burger auch noch nie gegessen. Trick 17, bei Essen, wo man seine Hände schmutzig macht, immer die Haare aus dem Gesicht machen. Oder halt einfach die Haare schmutzig werden lassen, das geht auch.
Ohne Witz. Der hat noch nie so gut geschmeckt, ne? Also die Soße. Neue Rezeptur besser geworden. Also ohne Witz jetzt wirklich, ne? Ehrlich? Das schmeckt wirklich. Ja, hast du schon probiert so? Nee, ne? Doch. Also hast du schon? Netto-Video. Ach, da hast du auch schon so gemacht? Ja. Krass. Nice, freut mich. Normalerweise, also kurz für den Mengenvergleich, ich esse normalerweise, wenn wir das so essen, einen Burger und ein paar Pommes. Und dann bin ich auch randvoll. Okay, Freunde, weiter geht's. Diesmal aber nicht mit Essen, sondern erstmal ein schönes Käffchen. Für Saskia mache ich hier ein Cappuccino. Bitte schön, ihr Cappuccino. Danke sehr. Oh nein, hast du verbrannt? Nein, oder? Richtig? Ich dachte, der wird schon ein bisschen still. Oh nein, geht's? Ja, ja. Alright, Freunde, weiter geht's mit dem nächsten Meal. Ich finde, das ist eher so ein kleiner Zwischensnack, aber ein Zwischensnack mit ultra viel Eiweiß, Freunde. Ein so ein Skier hat 55 Gramm Eiweiß und ich baller das einfach in ein großes Behältnis, mach da schön Honig rein und dann eine Frucht nach Wahl, irgendwas, was zu Hause ist. Heute haben wir Birne, einfach eine halbe Birne reingeballert, simpel, schnell gemacht, viel Eiweiß. Und Saskia, du gönnst dir das jetzt mal. Ich würde sagen, du probierst es jetzt direkt hier in der Küche und sagst mir, was du davon hältst. Eigentlich esse ich das auch mit einem großen Löffel, aber weil sonst braucht man dafür Jahre. Also, schmeckt gut nach Honig, muss man sagen. Ja, ne? Aber halt viel zu viel Menge für mich. Ja, aber wie gesagt, 50 Gramm Eiweiß, ne? Früher, als ich mal eine Diät gemacht habe. Früher, das hört sich lustig an. Ja, vor 4 Jahren oder so. Ja. Habe ich auch voll oft abends so als Snack Magerquark oder halt Skier gegessen. Mit Himbeeren, glaube ich. Ja, also sowas. Also auf jeden Fall mit Himbeeren. Und ja. Flavor Drops damals. Also nicht mit Honig, sondern mit Flavor Drops drin. Ja, wenn man Kalorien sparen will halt, ne? Ja, auch noch Eiweiß braucht. Ja. Deswegen, ich finde es jetzt nicht so schlimm oder so. Tolle Tage starten mit einem guten Morgen. Beginne den Morgen deshalb mit einer lustigen und kreativen Aktivität. Freunde, wir sind hier gerade am Esstisch, denn es gibt die letzte Mahlzeit. Und zwar gönne ich mir abends sehr, sehr gerne, wenn ich noch Kalorien offen habe und Kohlenhydrate brauche, Cornflakes. In diesem Fall sind das Nesquik Cornflakes. Bei mir gibt es so 2 Kategorien. Es gibt einmal die Cornflakes, die sind so High Fat, so Knuspermüsli und so. Die kann man sich leider nicht so oft gönnen. Aber es gibt auch die Kategorie, die so unter 5 Gramm Fett hat. Die kann man sich öfter gönnen. Und davon esse ich 125 Gramm ungefähr am Tag, wenn ich die esse. Am und Tag, auch täglich. Arthur liebt Cornflakes, esse das wirklich fast täglich. Ja, weil es ist einfach geil. Vor allem, Freunde, mit kalter Milch schmeckt das doppelt so gut. Und jetzt, Freunde, zieht euch mal Saskia rein, wie sie das Ganze isst. Und sagt mir, was ihr davon haltet. In jedem Video zeigen wir das einfach, ne? Ja, weil es einfach so spektakulär ist. So, Freunde, ihr seht schon, da passiert gerade einiges echt ganz komisch. Und zwar, die Milch ist schon in der Schüssel. Aber das sind nicht 125 Gramm. Ja, die kommen nach und nach rein. Freunde, das ist nämlich das Ding. Seid ihr einer, der alles reinmacht und Milch drauf kippt und das so feiert, wenn die Milch den Geschmack annimmt? Oder seid ihr so wie Saskia? Oder seid ihr wie Saskia? Genau. Sei wie Saskia. Wo es einfach ganze Zeit nackig, knusprig ist und die Milch gleich schmecken muss. Ich vertrete da die Minderheit, aber ich vertrete sie mit Stolz. Die sind nice, ne? Die Cornflakes. Mhm. Ich feiere die auch heftig. Die sind so ultra intensiv. Ja, Saskia, wie hat dir der Tag gefallen? Der Tag war mega, mega lecker, finde ich. Sehr simpel. Ich muss nochmal zu dem Chai ganz am Anfang vom Video sagen, weil ich glaube, es kam falsch rüber. Er hat mir sehr lecker geschmeckt. Ich war nur sehr überrascht, weil ich dachte, jetzt kommt so eine Zuckerbombe auf mich zu. Mhm. Also ein sehr leckerer Tag, aber natürlich für mich etwas zu viele Kalorien am Ende des Tages. Da würde ich ja aufgeben wie in Hefeklops. Also, es ist natürlich immer sehr individuell, wie viel Kalorien jeder Mensch braucht. Und falls du dabei etwas Hilfe brauchst, falls du möchtest, dass ich dir da unter die Arme greife und wir gemeinsam an deinem Ziel arbeiten, wenn du zum Beispiel etwas Gewicht verlieren möchtest, wenn du eher den Fokus auf Muskelaufbau legen möchtest oder wenn du einfach nur einen gesünderen Lebensstil führen möchtest, kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. In der Videobeschreibung ist der Link zu meiner Website. Dort kannst du dich kostenlos erstmal unverbindlich für mein Coaching eintragen. Dann quatschen wir eine Runde und schauen, was wir bei dir alles machen können. Und der Tag war sehr lecker. Können wir öfter so machen. Also Leute, Like da lassen, Kommentar da lassen, Abo da lassen und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Peace.